Dann wird es wahrscheinlich schwierig. Also mein Tipp ist Astralis. Das könnte durchaus passieren. Kommt er jetzt wirklich einfach nur, oder was heißt, nicht nur auf Scream, aber unter anderem auf ihn an. Also es müssen auf jeden Fall die Chancen wieder richtig stark gesetzt werden bei G2, sonst kann es hier echt schwer werden für sie. Und sie hätten die Chance, Astralis das erste Leben abzuziehen, denn noch haben die Dänen 3. Und wenn sie jetzt dieses Match auch noch mit 3 Herzen überleben, dann könnten sie auch diesen zweiten Tag komplett mit 3 Herzen überstehen. Ja, der Langau, da war nicht viel mit Langau. RPK hat dann gut direkt mal 2 Leute weggeschossen. Aber ich war jetzt relativ alleine. Kurz wird auch interessant. Ein, ja, schön war's. Interessant war's. Aber er war nicht viel. Ja, also die Shots sitzen und dann kann man sich so eine Pistol Round auch mal gönnen gegen Astralis. Da hat's geklatscht. Oha. Das sieht ja schon mal vielversprechend aus, aber es war ja nur die Pistol. Man kann davon ausgehen, dass Astralis wohl Forcebine wird, denn sie haben die Bombe nicht geplantet und genau so ist es auch, da wird der Deck gekauft. Seine Scout bei Kerrigan, der Rest begnügt sich hier mit Eagles bzw. Tech-9s. Ich gehe mal davon aus, dass die weiß, dass Wing keinen Kevlar hat, weil er trotzdem noch auf die AWP sparen möchte. Hat er so jetzt 800 anstatt nur 50 oder noch weniger wie seine Mates. Also einfach dieses kleine bisschen extra Geld, was ihm die AWP dann eigentlich ermöglichen sollte. So, wir sehen schon, Astralis bewegt sich da langsam aber sicher Richtung Mitte unten, versuchen das Ganze darüber anzugehen. Vielleicht, weil sie hoffen, dass da so ein bisschen der Scout irgendwo unten steht oder sie einfach Richtung kurz wollen, so wie sie es momentan machen. Also eigentlich interessant, dass man es jetzt so wie in der Waffenrunde angeht, mehr oder weniger. Wirklich, der ganz normale Aufbau bewegt sich da langsam Richtung kurz, nimmt es ein und die Prey soll mit der Deagle den First Strike holen. Das ist genau sein Ding. Das war ziemlich funktioniert, aber man entscheidet sich dementsprechend sofort zurückzuschieben und fährt ja wie Split und die Prey. Da gibt's Kopfschmerzen aus der Dose. Den kann man natürlich mitnehmen. Jetzt muss Astralis auch gar nichts übers Knie brechen hier. Apex hat mit seiner Tech-9 jetzt nicht unbedingt die perfekte Waffe für so eine relativ lange Distanz. Jetzt hat er RPK gesehen, denke ich. Versucht ihn auf jeden Fall zu beschäftigen auf lang, dass der bloß seine Mate nicht hilft. Und Schock ist hier ganz alleine. Sehr, sehr schöne Flash. Aber die Flash alleine wird ihn nicht retten, da müssen ein paar ordentliche Headshots dazu. Erster sitzt. Sie kommen nicht so richtig voran. RPK wird jetzt überrannt. Die Weiß hat dann nochmal einen Headshot gesetzt und Shocks hat es geschafft, seine Waffe dort zu verteidigen. Cypex hat dann lang auch abgebrochen. Da hat ein bisschen zu lange gelebt. Also schöner Support von RPK. Ich denke, Cypex hätte besser lang gepusht. Er hätte besser RPK beschäftigt, dass der nicht aushilft, weil damit, davon hing ja alles ab. Davon hätte unter Umständen Shocks auch fallen können. Ohne RPKs Hilfe kann es sein, dass er das nicht verteidigt bekommen hätte. Aber nun gut. Und das bedeutet für Astralis, also nochmal die Full Eco jetzt. Man hat sich tatsächlich nur komplett für Glocks entschieden. Keine Waffe für irgendwie gekauft. Shocks hat er mit seiner MP9 dementsprechend Spaß. Existence kommt wieder rechtzeitig, um ihn zu unterstützen. Schönes Teamplay, ist ein bisschen früh rumgegangen, bevor der Reload wirklich vollendet war. Aber gut, er ist trotzdem nicht draufgegangen. Selbst wenn wir jetzt die MP9 weg, das würde ihn auch nicht wirklich stören. Auf jeden Fall gehen alle Spieler durch. Man hat nochmal ein bisschen Geld abgesahnt. Und das 3:0 für G2 steht schon mal. Also auf jeden Fall ein sehr guter Beginn, den man da erwischt hat. Man möchte die P90 noch behalten. Ne, okay, hätte mich jetzt auch gewundert. Gut, Shocks, der wird wahrscheinlich aber wieder kurz offensiv pushen. Und dementsprechend auch die P9 eine Runde noch weiterspielen. Ist halt immer schwierig. Also man muss halt echt die richtige Position dafür haben und du bist halt super unflexibel damit, weil du kannst einfach nicht in die Long Range gehen. Also du musst halt schauen, dass du irgendwie in die Close Range kommst, dass du deinen Gegner da irgendwie erwischt. Sonst bist du in der Runde relativ useless. So, Astralis mit Device in der Mitte. Er zielt an und wartet geduldig, ob er ihn noch verschieben möchte. Aber jetzt wieder zu dritt. Eben in diese Mitte abgestellt. Einer kann das, einer lang. Dieses System, was man bei Astralis immer und immer wieder sieht. Dann kommt die Flash hinterher, damit man kurz rumziehen kann. Also das ist jetzt wirklich ganz, ganz klassisch gespielt. Nade macht nicht so viel Damage, wie man sich da vielleicht erhofft hatte. Wenn die einigermaßen gut geflogen kommt, dann müsste sie eigentlich genau über diese Ecke quasi aufgehen, die ja ein kurz ist. Aber gut, in CSGO weiß man aber nicht so genau. Wahrscheinlich, wenn sie so ein bisschen an der Treppe explodiert, macht es direkt einfach null Schaden. Ja, Teppichkanten sind generell immer das Schwierigste für eine Nade.
Und wenn der erste Goal jetzt in Richtung A stattfindet, dann werden sie ordentlich in die 3-Mann-Linie-Deckung reinlaufen. Schön. Schöner zweiter Frag von Smith. Kann sein Mate hier den Rücken frei halten? Der will nicht so ganz. RPK hat jetzt auch schon festgestellt, dass auf lang nicht so viel kommt, aber er kommt nicht unbedingt dazu, um zu helfen. Shox hat auch seine Aufgabe erfüllt, einen Frag gemacht. Und da gibt es Nummer 3 für Smith hinterher. 14-0 G2, die erste Waffenrunde. Die war absolut eindeutig. Und noch hat Astralis hier keinen guten Wickel gefunden. Okay, das ist jetzt am Anfang natürlich auch ein bisschen abtesten oder antesten, ja, wo man vielleicht durchkommt. Der erste Gedanke ist ein direkter Argo. Und die beiden Teams haben, wie gesagt, gestern schon gegeneinander gespielt auf das 2. Das heißt, sie haben auch so ein bisschen das Gefühl, was der Gegner spielt. Und vielleicht ist man auch deswegen dann in der Situation, dass man gerne auch mal was anderes spielt. Schild von Existence, sau stark geklickt. Das war Shox. Aber spielt keine Rolle. Jawohl, das sah gut aus. Genau, was soll ich sagen? Genau, deswegen findet man sich vielleicht in der Lage wieder, dass man gerne auch ein bisschen was Ungewöhnlicheres spielt. Oder dass man vielleicht darüber nachdenkt, was hat der Gegner jetzt von uns schon gesehen? Was weiß er über den Spielstil, über den eigenen? Ja. Und wie kann man dann etwas anderes tun? Also ich würde mal fast vermuten, dass wir viel B und B-Split dann sehen werden. Sobald sie sich da so ein bisschen aufeinander eingespielt haben. Sicherlich interessant jetzt zu sehen in der zweiten Waffrunde. Wir sehen Shox sofort offensiv, spielt das super gern. Diese Kurzoffensiv-Pushes sind einfach seine Sache. Aber er muss sich diesmal wieder zurückziehen. Es wäre da auch gut ins Crossfire genommen worden von Astralis, wenn er da nicht sofort den Rückwärtsgang eingelegt hätte. Also ist nochmal rausgekommen. Hat er ein paar Informationen sammeln können jetzt einfach. Das ist sicherlich auch was wert. Aber Frag setzen konnte er eben nicht und hat sich jetzt erstmal wieder in seine Verschieberposition begeben. Astralis sehen wir momentan sehr geballt in der Mitte. Erstmal wieder die Kontrolle, die man da gewinnen möchte. Und die Weiß vor allem soll halt eingesetzt werden, aber bisher hat er da noch nicht allzu viele Möglichkeiten bekommen, einfach um da irgendwie diese Entry-Frags zu ziehen. Jetzt geht's einfach mal direkt raus aus der Mitte. Scream sitzt da oben und bin nur bereit, aber eben so, dass die Weiß ihn halt nicht zieht. Also man bekommt zwar viel Raum in der Mitte, aber kann damit nicht wirklich was machen. Also wir sehen schon, die Weiß sucht hier überall rum, aber sieht halt einfach keinen Gegner. Dementsprechend habe ich auch nicht anrichten können. Jetzt hat Scream einmal kurz rumgeschaut, einfach nur ein bisschen, steht da unten was und wenn ja, was genau, und jetzt kann ich eben sagen, es ist Device und dementsprechend versucht man jetzt hier sofort den B-Split rauszuspielen. Vermutet, dass die beiden Spieler auf B alleine sind. Shox den Verschieber zu und er schießt weg. Existence und Scream wehren sich da wirklich noch. Oh mein Gott. Die wurden gesplittet und haben 4 Leute. Wow. Das darf eigentlich absolut nicht passieren. Ja, Existence hat die beiden Katas-Spieler erwischt und Scream hat sich um den Rest gekümmert. Also sie waren eigentlich komplett genau in die Enge getrieben, richtig. Das war eigentlich genau das, was Astralis halt wollte, dass sie halt nicht dagegen pushen, weil das Ding ist halt wieder so ein B-Split, zumindest wenn du ein bisschen entgegenwirken kannst, ist halt, indem du versuchst, eine von beiden Seiten zu pushen. Entweder du nimmst die Mitte ein oder du gehst halt gegen Karthus King. Und die beiden sind halt einfach nur stehen geblieben, aber haben es halt trotzdem gut gemacht. Also Existence hat sich close vor die Smoke gestellt und Scream hat sich halt voll auf Window und Double Doors konzentriert und das hat wunderbar funktioniert. Sehr stark geschossen von den beiden. Hatte man eigentlich schon durchgesehen, gerade nachdem halt Shox auch in der Mitte auch noch down gegangen ist, der ja einziger Support war, oder zumindest der einzige schneller Support. Ja, das bringt Astralis jetzt natürlich an eine bisschen missliche Lage. Denn der B-Split war ihre stärkste Strategie, würde ich mal behaupten. War die beste Chance, um G2 hier einzuheizen. Und wenn die beiden B-Spieler direkt am Anfang so viel Selbstvertrauen dadurch bekommen, dass sie sich hier auf dem B-Spot wohlfühlen, dann kann man das vielleicht ein bisschen vergessen mit dem B-Split. Aber ich denke, man wird es nochmal probieren. Denn das hat von der Strategie her auf jeden Fall funktioniert. Man hat alles richtig gemacht, hat den Schieber abgefangen und jetzt kommt da der Offensiv-Push. Oh, Shox. Schön geschossen. Die Support-Flash, die war Gold. Und so hat man hier relativ leicht den ersten bekommen, dann war der Kampf gegen Refrag. Aber jetzt Apex of the Pre, Base Blitzwalk kommt auch und es bleibt an Existence. Das Ganze verteidigt, hat eben schon so gute Arbeit geleistet, kriegt seinen ersten Kill, zieht sich sofort in die Katas zurück und er wird zumindest diese Flanke hier halten können. Dann lässt sich ordentlich ein Retail spielen.
Weil wir wissen nicht, ob beide Spieler auf dem Spot sind. Und Astralis wird versuchen, jetzt rauszupushen. So, als gegen Katas. Jawohl, das hat wunderbar funktioniert. Sie haben noch einen zweiten über die Katas nachgeschossen. Jetzt wissen sie natürlich, weil denen wissen, dass sie sich hier nur auf B konzentrieren müssen. Und das könnte vielleicht genau das Problem sein. Aber Cypix zielt schon ab. Hat gerade nichts Besseres zu tun. Verliert sein Duell trotzdem. Dupree geht rein durch die Smoke. Das ist angesagt. Und Existence sucht und sucht und sucht. Und Dupree kann sich nochmal zurückziehen. Dieses Chaos, was hier ausgebrochen ist. Und am Ende hat Dupree so die Nerven behalten. Jetzt geht das Getänze los um die wenigen Sekunden. Und das reicht auf keinen Fall. Smith muss um sein Leben laufen, damit er die Bombe überlebt. Da ist die erste Runde für Astralis. Wie gesagt, der B-Split hat eigentlich letzte Runde schon funktioniert, aber wurde verhindert durch Existence und Screams außergewöhnlich starke Deckung dort auf dem B-Spot. Das kriegt man halt nicht noch ein zweites und drittes Mal durch. Sehr schön gespielt von den Dänen. Ja. Dass sie da den Weg vors Tor finden und suchen. Auch in der Mitte, dass Shocks und Scream da dann einfach nochmal zerlegt werden. Oh, die Flash kommt gerade noch rechtzeitig für Smiths. Ja, schön von Smiths. Genau richtig ausgeguckt. Ich weiß nicht, ob sie noch gesehen hatten, dass die Weiß da hinter die Kiste gegangen ist. Ob sie wussten, dass er da steht oder ob Smiths das einfach nur vermutet hat. Ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass es angesagt war, weil zwei Spieler schon in die Mitte reingepusht waren und die haben das sicherlich feststellen können. Noch ein Mate dabei, wenn es wirklich aus lang rausgehen sollte, der jederzeit Backup bei sich. Aber es ist sowieso jetzt eine schöne Situation für G2. Man hat die Überzahl, muss jetzt also nichts wirklich überstürzen. Kann da relativ defensiv stehen bleiben. Und das Ganze mehr oder weniger auf sich zukommen lassen. Sieht auch dieses Mal wieder danach aus, als ob Astralis wirklich wieder diesen B-Spot fahren möchte. Diesen B-Spot, sag ich schon, diesen B-Split. Der jetzt einmal fast funktioniert hat, einmal funktioniert hat. War aber so nicht noch ein drittes Mal, aller guten Dinge sind ja schließlich drei. Aber wir sehen schon, diesmal Cypex eventuell alleine über die Mitte, aber es wird der B-Split. Okay, so viel dazu, nicht gerade der splittigste aller Splits. Der hat das gegangen, jawohl, Refake von Kerrigan. Jetzt kann man drauf gehen, aber muss noch an Scream vorbei. Und jetzt die Seite ausgesucht, Frag Nummer 1. Dann geht ihm die Munition aus. War schon ein bisschen im Recall drin. Aber da kommt ganz schnell was von hinten. Und Kerrigan hat sie nicht gehört. Sehe ich das richtig? Oh, zieht aber trotzdem zurück. Da kommt noch ein zweiter nach. Oh mein Gott, stark. Falsch rübergezogen. Und es geht für Cajun ins 1-on-2. Kann er machen. Wird aber sicher nicht ganz einfach. Jawohl, Smith ist down. 1 gegen 1. 12 Schuss sind es noch. 12 Schuss müssen reichen. Und sie reichen. Schick, das war noch ein Tür rausgespielt und Cajun holt hier den Lauf für Astralis. Und damit bringt man G2 so langsam, aber sicher näher an die Eco ran. Momentan lässt sich noch eine finanzieren. Der zweite wird schon knapp, aber mit viel Augen zu drücken. Gäbe 2400, dann hätte man so um die 4, einer hat 6. Ah, es geht schon. Ich denke, da würde man nochmal kaufen, wenn es drauf ankommt. Aber ja, auch hier ähnliches Bild wie gestern in der Partie. Der B-Spot ist eher angreifbar. Ja. Und darum wird sich dann auch viel drehen. Und das war das, was Astralis dann schon auch nochmal einiges an Runden eingebracht hat. Dass sie den B-Spot so geschwächelt haben. Also, nee, dass sie den B-Spot so unter Druck gesetzt haben, dass sie dann auch die Kombination mit dem A-Spot gut ausspielen konnten. Und jetzt werden sie das gleiche nochmal versuchen. Also auf geht's Richtung lang. Und G2 lässt sich dadurch überhaupt nicht beeindrucken. Die vertrauen weiterhin darauf, dass die beiden das irgendwie schaffen, den B-Spot zu decken, sollte gesplittet werden. Konzentrieren sich eher auf lang. Und der Reed, der könnte genau richtig sein. Schöne Smoke. Damit haben sie sich das vielleicht sogar selbst ein bisschen verbaut. Denn Astralis war drauf und dran, da den Go zu spielen. Und jetzt gehen sie dann doch lieber zurück. Und jetzt könnte man natürlich sich überlegen, dementsprechend einen B-Split zu spielen. Nein, A-Spot soll es sein. So, Dupree hat eher die Backstabber-Position. Der wird da wahrscheinlich nicht so früh rangehen. Und Smith ist ganz alleine auf dem A-Spot. Wenn jetzt der Go stattfindet, wird er ganz schön in die Zange genommen. Smith zielt nach unten. Gute Support-Flash, aber die kommt leicht hinter den Franzosen. Und er gönnt sich noch einen. Und jetzt kann er auf Zeit spielen. Lang ist auch schon abgehalten. Schon kommt ihm zur Hilfe. Und sprayt vernünftig Cypex um. Sehr schön gemacht von Smith.
Dieser eine Flash, die kam einen Ticken zu weit. Und daran scheitert das Ganze hier. 7:2. Also G2 rettet sich da nochmal vor einer möglichen Sparrunde oder Forceball-Runde, je nachdem, wie man es dann sehen möchte. Und schicken halt gleichzeitig Astralis auch wieder in eine rein. Dadurch, dass diese Runde gerade im 1 gegen 1 entschieden werden musste, hat sie halt auch die Dänen extrem viel Geld gekostet. Sie kriegen jetzt nur 1400 und wir sehen es einfach, es reicht halt nirgendwo hin. Die Weiß kann sich noch eine Deagle leisten, Cypex eine P250, aber dann ist halt auch schon Schluss. Sollte also theoretisch eine lockere Runde werden für G2, sagte er, und die Weiß kommt über kurz und macht da schnell zwei Entry-Packs. Also das ist hier eigentlich das größte Gefahrenpotenzial, wenn sie ihn da abwehren können mit der Deagle. Dann ist das zum ersten Mal, zum zweiten Mal. Das wird auch schön gespielt, man zeigt das Köpfchen immer noch ganz, ganz kurz, da die Deagle wenig Chance, Scream und Schocks die ersten beiden. Begalik nach, Schocks ebenfalls, jawohl, da haben sie alles unter Kontrolle. Und Kerrigan nochmal aus der Mitte raus, der letzte Versuch. Aber auch der trägt keine Früchte mehr, 8:2. G2 sichert sich die Anti-Eco. So, jetzt müsste es eigentlich wieder Geld geben bei Astralis. Ist vielleicht gar nicht mal so viel, wie man sich da unbedingt wünschen würde. Also teilweise mangelt es da schon auch ein bisschen am Equipment. Aber alles in allem schon eine Runde, die sich auf jeden Fall vertreten lässt. Wie gesagt, man muss jetzt ein bisschen mit den Granaten schauen, wie man damit wirtschaften kann. Scheinbar gar nicht, einfach raus. Okay. Drei Leute, vier Leute überlang. Und der Picard auch völlig blinde Gegner vor der Nase. Die werden leicht umgeburstet. Gesprayt kann man da gar nicht so sagen. Und was für ein schönes Abos-Aiming von RPK. Aber absolut. Er klebt auf dem Kopf. Und Shox hat sich auch wieder eingeschossen. Und da ist es nicht Scream. Unbedingt. Aber es sind alle anderen, die genauso mitspielen. Und auch RPK, der unten im Scoreboard steht, der bisher am meisten gestorben ist, der haut dann so eine Runde raus. Tja, da hilft alles nichts, wenn man umgeschossen wird und umgeschossen. Und das ist ja nicht gerade... das ist ja nicht gerade ein bisschen umgeschossen. Ja, das da wird man komplett zerlegt. Das ist halt gerade der Punkt einfach, dass G2 da so überlegen scheint. Scream mit der Runde. Muss auch vorsichtig sein, ja. Wird auch überfahren. Zu viele Leute gleichzeitig. An die Waffe kommen die denn momentan noch nicht ran. Versuchen da irgendwie noch rauszupushen, aber je länger sie mit unten stehen bleiben, desto besser kann man natürlich auch Sachen dagegen werfen. Eine Nate kam schon rein, die weiß sofort nur noch mit 27 HP. Astralis hofft einfach, dass der Baseboard hier die richtige Alternative ist. Sicherlich keine schlechte Idee, vor allem nachdem man sich gepickt hat. Existence. Oh, da muss er schauen, der wird auch noch rausgepickt und jetzt kippt die Runde hier langsam aber sicher und vor allem jetzt RPK. Alleine gegen 4. Ja, was soll er denn jetzt machen? Da haben wir sie noch in den Himmel gelobt. Ach. Und dann sind sie vielleicht ein bisschen übermütig geworden im Einzelspiel. Das hätte nicht sein müssen. Das kostet halt auch unnötig sichere Runden. Zumindest muss man sich um Geld keine Gedanken machen. Shox wird auch sicherlich gleich noch im 4 nachkaufen. Doppel-ABP ist sowieso schon am Start. Smith und Existence. Also, mal gucken, ob Existence den Baseboard damit auch verteidigt bekommt. Es würde mich nicht wundern, wenn Astralis da noch mehr Richtung B und Split spielt. RPK hat einfach alles unter Kontrolle auf. Ja. Ja, das sowas von safe. Weiß sich nicht ganz sicher, ob da vielleicht jemand in der Smoke sitzt. Er war kurz angeflasht. Und es geht aber rauf Richtung Weg. Existence ist schon down. Scream versucht sein Bestes hier so lange wie möglich zu verteidigen. Er kriegt gleich Backup. Jawohl, kann er mal einen schönen Shot nachsetzen. Das Schock zur Stelle. Und Dupreez Kill in der Mitte. Den Verschieber abgefangen. Der wird wahrscheinlich nicht so viel Auswirkungen haben. Er muss sich das trotzdem bearbeiten. Oh, RPK. Der böllert hier richtig weg. RPK hat auf jeden Fall Bock. Ja. Ist halt immer ein Safe-Kill mindestens so lang, wenn er da steht. Krass. Ja, also ich weiß nicht. In dieser Partie habe ich ihn noch nicht verschießen sehen. Ja, in der Pistol Round, die zwei Instant-Headshots. Ja. Jeden Lang-Go, der ihm bisher entgegengekommen ist, hat er einfach komplett zerlegt. Fühlt sich sicher, der Junge.
Ich frage mich, woran der 6-mal gestorben ist. Oder 5-mal. Wahrscheinlich hat er sich aus Gnade selbst, also Kill in die Konsole angegeben. Hat Astralis verschont. So, diesmal bewegt man sich da in die Mitte nochmal. Wieder die AWP bei Device. Man kann hier jetzt ein bisschen mehr Impact haben. Kann bisher hält sich's, glaube ich, noch relativ in Grenzen. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er da mal irgendeine Runde wirklich groß beeinflusst. Ja gut, man sieht's auch. Erst einen Kill machen können. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, G2 weiß es auch ganz gut zu verhindern einfach, dass er da irgendwie Einfluss nehmen kann auf die Runden. Er sucht halt immer in der Mitte und dann kurz, aber da ist halt einfach niemand. Dieses Mal könnte er vielleicht da zum Einsatz kommen, auch, ja, hat nicht wirklich funktioniert, Schock sofort weggedroppt. Du hast direkt den Go zu basteln und der könnte jetzt super gut funktionieren, denn jetzt ist der A-Spot offen. Da unten in der Mitte steht auch noch Cajun bereit, um eventuell Verschieber abzufangen und das wird wichtig, denn G2 hat viel den Retake im Visier. Existence weiß aber, dass da höchstwahrscheinlich noch irgendwo einer sitzt. Er hat nicht ganz um die Ecke geguckt. Schießt erst den leichteren weg. Zeit gegeben für Existence zu reagieren und er pusht sofort Kurse. Schöner gewagter Move. Unten in der Ecke wird die Pre gefunden. Und auch dieser Retake absolut sauber. Hätte Existence auch unten in die Ecke geguckt, ja, dann hätte ich, dann wäre es flawless gewesen. Was ist denn mit G2 los? Ja, das ist ganz ehrlich. Was ist denn mit G2 los? Sie spielen unglaublich gut einfach. Sie spielen super gut. Auch dieses Amy, was sie an den Tag legen. Ja? Die haben sich so richtig in den Rausch geschossen. Und Scream ist unten im Scoreboard. Das muss ja irgendwas bedeuten, ne? Und G2 zerlegt Astralis. Das ist ohne die Hilfe von Scream bisher. Ich meine, klar, er ist da, um ab und zu seine Safe Racks zu ziehen, aber wirklich großen Impact hat er bisher noch nicht gehabt. Existence, den ersten weg, das geht mit dir um. Ja, die eine Runde, die sie gegen den Basement verteidigt haben. Stimmt, ja, die beiden Kills. Ja, die muss man auf jeden Fall. Die muss man auf jeden Fall anrechnen. Hammerhart. Jetzt wieder kurz durchgehen. G2 marschiert auch wieder genau richtig. Schau, das schießt. Das könnte vielleicht interessant werden. Aber Smith ist zur Stelle. Oh, Smith! Super schwerer Shot über die Kante. Hat, glaube ich, die Weiße nicht angeschossen. Der guckt, dass er einfach nur durchkommt. Jetzt kommt der RPK noch dazu. Smith kriegt die Gelegenheit, noch weiter nachzuschießen. Das Kreis kommt auch nicht wirklich Richtung Spot. Und dann ist Scream zur Stelle. Über kurz schon. Das läuft. 12 zu 3. Leute, dieser Spielstand. Gegen Astralis. Und ich meine, die sahen teilweise echt so aus, als hätten sie da gegen dieses Aiming halt wenig Schnitt. Also. Boah. Super krass. Ja, das war nicht Astralis schlecht. Ja, sondern. Das war G2, die umdrücken, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich überlege jetzt gerade, was passiert, wenn G2 gewinnt. Wen lassen sie dann spielen? Fnatic Dignitas? Könnte man bringen. Ja, man will Envy also wirklich ihr letztes Leben nicht riskieren. Also wird man wohl Fnatic Dignitas spielen. Einfach dann davon ausgehen, dass Fnatic hier halt Dignitas schlagen kann. Ja, was sollen sie sonst machen? Ja. Wenn man jetzt nach der Allianz geht, würde alles andere keinen Sinn machen. Oder sie lassen Envy erst gegen Dignitas spielen. Ja, oder Envy erst Dignitas. Ach du Schande. Langsam muss man wirklich davon ausgehen, weil G2 ist hier. 12-3 ist ein Ergebnis, wo man mal die Prediction abgeben kann, dass das hier unter Umständen an G2 gehen könnte. Mit ein bisschen Glück. Vielleicht. Vielleicht. Ist im Bereich des Möglichen. 16-12 incoming. Ja, mal gucken, vielleicht können die denen ja auch nochmal so eine CT-Leistung hinlegen. Oh, schöner Klick von Device. Device, immer dieses kurze Vorsteppen. Das ist so nervtötend für den Gegner. Und die Weiß hat vielleicht auch noch nicht genug. Steppen nochmal vor. Jetzt hat ihn der Predict Shot endlich mal erwischt, aber es hat viel, viel Zeit gekostet. Scream ist aber immer noch nicht fertig. Scream hat noch mehr los. Kerrigan kommt an, das gibt's doch nicht. Es geht Tatsache noch ins 1-on-1. Diese riesen Wahnsinnsrunde. Und beide Teams sich einfach völlig eskaliert. Scream, der klickt da und Kerrigan klickt besser. Oh mein Gott. Diese Pistols haben schon den ganzen Tag heute. Richtig krasse Dinger immer wieder. Also nochmal ein Ründchen für Astralis. Die Gnadenfrist. Und was die Weiße auf dem Spot gerade gemacht hat. Ja, das ist richtig ekelhaft. Du kannst ihn halt kaum abschießen, weil er ist so kurz immer noch da. Ja, du kannst nur auf die Ecke predikten und hoffen. Und hoffen, dass du im richtigen Moment einfach triffst, während er gerade rumsteppt. Und er hat ja einen Headshot dann bekommen, oder war ein Stück Kante dazwischen. Und dann. So, und jetzt kommt Cajun da oben die Mitte hochmarschiert. Hat jetzt natürlich ein Problem, wenn er nicht gewinnt.
den ersten schnappen. Sonst ist nicht in der Position, auf den Refake rumzugehen. Und Kerrigan würde ihm gerne Backup geben, aber ich glaube, es ist besser, Cage dort einfach machen zu lassen. Denn da eine M4 zu riskieren, um die MP9 zu retten, das ist ein bisschen zu großes Risiko. Existence und Smiths, die beiden mit der Legal auch noch unterwegs. Ich denke mal, sicher jetzt einen Pick zu setzen oder so wäre nicht verkehrt, um halt noch mehr Damage anzurichten beim Gegner. Auch diese zwei an sich sind jetzt schon gar nicht so schlecht. Man hat nicht komplett geforst, sondern zu großen Teil auch wirklich auf die Rüstungen verzichtet. Das Apex versucht einfach nur die Bombe zu halten. Debris zieht gleichzeitig auch nochmal rum. Deagle-Shots sitzt nicht. Und auch Smith kann nichts mehr anrichten. Ja. Gegen die P90. Ohne Kevlar wird es einfach schwierig. Und selbst mit Kevlar wird es da schwer genug. 12 zu 5. Gegen eine Eco geht es noch für Astralis. Und danach geht der Ernst des Lebens los. Dann gibt es wieder die Waffen. Und da bin ich echt gespannt, was passiert. Wie sehr G2 dieses Aiming dann auch noch auf die CD-Seite übertragen, auf die T-Seite übertragen kann. Wie sehr sie erstmals da weiter unter Druck setzen und vor allem, ob Scream da vielleicht nochmal ein bisschen aufblühen kann. Weil die AK ist ja seine Paradedisziplin. So, jetzt pusht man offensiv bei Astralis, wird da aber auf jeden Fall abgehen. Der erste Spieler wird zerlegt, der zweite auch. Und wenn sie sich da mal nicht verkalkuliert haben. Das könnte ganz, ganz bitter für sie ausgehen. Warum? Ja, das ist die große Frage. Warum übertreibt man dort so? Okay. Das war nicht der Code, wie der stehen geblieben ist. Ich habe gerade einen kleinen Schrecken bekommen, weil sich keiner bewegt hat. Ja, nicht, dass da wieder. Vier Leute auf dem Bildschirm, keiner bewegt sich. Connection-Probleme. Da stimmt was nicht. Und G2 wartet erstmal ab. Die wissen natürlich, dass Astralis auch einen gewissen Zugzwang hat. Und es soll gebündelt jetzt irgendwo raufgehen. Wie man es auch macht, Hauptsache man geht gemeinsam. Aber wie es aussieht, scheint sich die Tudor nochmal aufzuteilen. 25 Sekunden. Shox versucht in die Citybase runterzukommen. Der Gedanke ist nicht schlecht. Einer in der Box. Ich glaube, den hat er gespottet. Und Kerrigan kommt da gerade rein. Sein Mate deckt ihn vernünftig. Und wenn sie jetzt wirklich dann nur versuchen, über Loch und dort zu kommen, dann gibt es gute Chance für Astralis, das Ganze noch abzuwehren. Sieht gut aus. Waffe leer. Kerrigan kann gerade rechtzeitig die Piste noch zurück. Und es sind nur noch 8 Sekunden. Aber es ist Kerrigan mit 3 HP. Und Shox, der läuft hinterher. Hat die Bombe nicht rechtzeitig gefunden. Das war's. Kerrigan ist über alle Berge. Und wie knapp diese Runde einfach schon wird. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, da wirklich zu splitten und dann 4 Mann über die Mitte zu schicken. Ja. Weil da ist genau so das passiert. Ja. B kann man halt gut verteidigen, wenn man sich nur auf Door und Lock konzentrieren muss. Auch in Unterzahl. Ja. Vor allem mit den SMGs einfach. Das ist halt ein super kleiner Raum, den du dann jeweils einfach voll sprayen kannst. Aber wenigstens haben wir das Astralis mega viel Geld abgezogen. Sollten die Dannen jetzt diese Runde verlieren, dann sind sie sowas von Money Broke. Und werden auf jeden Fall eine Eco schieben müssen, wenn nicht sogar noch eine zweite hinterher. Sie haben jetzt eh schon teilweise auf die Granaten verzichtet auch noch. Und weil einfach auch nicht genug Geld da ist. Sah lustig aus, was Swift da betrieben hat. Oh, da ist nicht zu weit rausgewagt. Dann nimmt Zeit wechseln gerne mit. Zumindest der First Pick für Astralis hat hier schon mal funktioniert. Die Duo sich trotzdem erstmal dafür entschieden, die Mitte jetzt unter ihre Kontrolle zu bringen, die einzunehmen und darüber dann die Runde nochmal neu aufzubauen, sich neu zu formatieren, erstmal formatieren, sich neu zu formieren, das war das Wort. Und dann über einen irgendwo gezogenen Entry nochmal die Runde zu eröffnen. Und es scheint kurz zu sein, man hat noch 4 Smokes dabei, 4 Flashes, also da ist noch alles Faken oder alles Go-Spielen der Welt drin. Sehen wir schon Shox, der macht hier noch ein bisschen Stress. Smoke und die Flash hinterher, würde jetzt eventuell noch ein bisschen rausschießen, einfach nur um den Eindruck zu erwecken, okay, ich bin hier. Dann schickt sogar noch einen Mitte unten raus, das könnte interessant werden. Die werden aber beide einzeln gepickt, einer kurz, einer Mitte unten. Und jetzt verläuft die Runde langsam über sich am Sand. Scream kann zwar einen setzen. Boah.
bisschen mit vielleicht sogar dem Bombplanter arbeitet. Wenn er deftig genug legt. Ich kann dich ziemlich dicht ran. Das ist eine Posi. Ah, Scream muss jetzt in die Offensive gehen. Da stehen sie beide hinter. Schöner Frag von DP. 12 zu 7. Wir gucken mal ins Geld. Sollte eigentlich relativ dünn sein, aber man kann sich's halbwegs leisten, wenn man es wirklich drauf anlegt. Und so viel wie G2 sich auf ihr Aiming verlassen konnte, würde ich mir vielleicht sogar überlegen zu kaufen. Auch wenn es an Granaten hapert. Man hat zumindest Shocks und Scream, die könnten beide auch eine Smoke ordentlich dazu legen. Und man kauft hier nur eine AK, der Rest Kevlar Eco. Es gibt 3400, für Scream wäre das also nicht so eine Katastrophe, der könnte auch halbwegs was kaufen nächste Runde. Deswegen hat er sich die geleistet. Aber letztendlich ist das hier eine Eco. So muss man es ganz klar definieren. Jetzt gibt es natürlich große Hoffnungen auf Screams AK. Und dann kommt der Doppelkill von Device. Waren sich schön in Reihe und Glied. Device kriegt noch ein bisschen mehr Tontauben schießen. Da ist ein Helm bei Shocks, da kann er mit dem Schatz nicht so viel anrichten. Er braucht unbedingt Backup. Braucht unbedingt Backup. Ist da wer, der ihm helfen kann? Oh mein Gott, Shocks! Was ist da passiert? Hat Cajun kurz vorher hinten aus der Schossener 7 noch rechts im Bild in guten liegen. Und er würde gerne an die AWP kommen. Dann kann man der Take 9 Richtung kurz. Und jetzt hat er natürlich keine Lust mehr zu legen. Jetzt will er die verdammte Runde haben. Davor war es nur noch ein Plant, jetzt ist es eventuell eine Chance auf die Runde. Cypex springt schon, aber läuft natürlich auch Gefahr, dann geholt zu werden. Shocks wartet die ganze Zeit, dass kurz rumkommt. Er weiß natürlich, dass irgendwas früher oder später kommt, aber Garrigan hat geduldig abgezielt und ein bisschen ungewöhnlichen Winkel gewählt. Shocks hat ihn da gut nochmal einen Schrecken eingejagt. Ich habe mich schon erschrocken. Ja, es ging ziemlich schnell. Und plötzlich zwei Headshots. Aber Geld ist auf jeden Fall da bei G2, da ich das mal auch nochmal gespart habe, diese Eco, diese Kevlar Eco. Ist jetzt wieder die Kaufrunde drin. Bei Smiths gibt es auch die AWP, der ist hier in der Mitte auch schon wieder am Duell interessiert. Bei Astralis konnte man die Doppel-AWP jetzt einfach nicht aufrechterhalten, war zu teuer auf Dauer. Und Kerrigan mit der unten. Der pickt den ersten, wird angeschossen, nimmt sogar noch einen zweiten raus. Wichtig, dass er die Duelle jetzt hier gewinnt. Oh, die weiß. Das Schulterblatt weggeschossen. Shocks bzw. RPK finden sich schon wieder im 2 gegen 5. Also Astralis scheint hier trotzdem so ein bisschen die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Es sind schon wieder so alte Einzelaktionen von G2, die die Runden dann im Endeffekt noch ein bisschen gefährlich erscheinen lassen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, bis zu einem gewissen Punkt hat Astralis sie momentan echt gut unter Kontrolle. Verwunderlich eigentlich nach so einem Halbzeitstand. Ja, die Sache ist, wenn G2 jetzt ihr Momentum so ein bisschen verloren hat, dann kann es sein, dass sie auch wieder einbrechen, dass das Aiming auch wieder reduziert wird. Aber dass das hier noch eine ganze Weile so weitergeht. Momentan hat das gerade das Peak-Spiel komplett im Griff. Jetzt kommt der Pause-Call. Also deutliches Zeichen, dass sich G2 hier etwas überfordert fühlt mit der ganzen Geschichte. Die Sache ist, dass 3 Runden halt trotzdem dünn ist. Also es kann jederzeit passieren, erst recht, wenn man auch in Ecos noch Spieler verliert ohne Ende. Ja. Und da kann es einfach so schnell sein, dass man eine wichtige Runde verliert, Eco, oder dass irgendwas schief geht. 12-3 ist halt ein bisschen zu deutlich. Wäre es ein 11-4-10-5, würde ich mir überlegen, dass ich das Comeback hier noch prophezeie. 12-3, da kann so schnell einfach irgendwas passieren und dann ist es vorbei. Lass uns überraschen. Momentan hat Astralis alles im Griff. Immer noch nicht? Ich dachte, wir wären da mittlerweile mal im Timeout drin. Ach, das hängt ein bisschen hinterher, oder? Nee, tut's nicht. Na gut. Kriegen wir nochmal ein Replay von Shocks, wie er nichts tut. So, jetzt kommt der Timeout. Was verspricht man in so einer Situation? Muss auf jeden Fall mehr Druck aufbauen, denn auf einem individuellen Niveau scheint Astralis durchaus in der Lage zu sein, gerade jetzt auf der CT-Seite dagegen zu halten. Ja. Und wo kann man am besten Druck aufbauen bei dem, was wir so bisher gesehen haben? Uiuiui. Oh, ho, ho, ho.
Das ist eine ziemlich aussagekräftige Körpersprache. Ich glaube, ich glaube, wer den Input gegeben hat, wer da gerade geredet hat, aber anscheinend Existence jetzt wieder dabei. Mittlerweile der Schocks der Ansager, diesen kleinen Wechsel, den es da gab. Ist immer noch so ungewohnt. Kann man sich irgendwie mal nicht so richtig vorstellen, Existence nur als normalen Spieler. Genauso wie bei Happy eigentlich auch. Bei Happy kann ich es mir schon mehr vorstellen, aber Existence war für mich immer der Caller. Ist einfach so ungewohnt halt. Tja, das Wichtigste eigentlich für die Franzosen ist jetzt, sich nicht unterkriegen zu lassen. Absolut. Das ist das Allerwichtigste. Und genau das, was wir jetzt gerade sehen, darf eigentlich nicht passieren. Dass man sich hängen lässt, obwohl man immer noch vorne liegt. Oder dass man sich überhaupt hängen lässt. Das wirkt echt so, als ob sie hier gut niedergeschlagen sind, so wie es läuft. Gut, jetzt scheint man sich da fertig besprochen zu haben und ich bin echt mal gespannt, was sie da jetzt geändert haben. Man hat sich auf jeden Fall dafür entschieden, nochmal zu kaufen. Der Loser-Bonus steigt ja auch mal weiter oder ist schon beim maximalen Punkt angekommen. Das heißt, auch wenn man die Runde verliert, ohne die Bombe gelegt zu haben, kann man auf jeden Fall direkt wieder nachkaufen und sich so also definitiv eine zweite noch finanzieren. Mal schauen, was hier jetzt der neue Plan der G2-Spieler ist. Sie schicken direkt drei Leute Richtung B, einen Lower Cutters, zwei Cutters oben, einen vor lang und einer, der die Mitte wirklich sehr, sehr defensiv abdeckt. Eigentlich nur dazu da, um solche Moves wie kurz offensiv halt irgendwie zu verhindern. Und mittlerweile da die Mitte zu dritt eingenommen worden. Vielleicht hat man sich jetzt doch mal so ein bisschen auf dieses klassische Spiel auch besonnen. Erstmal Richtung Catwalk, Richtung kurz den Raum einnehmen und daraus dann schauen, ob man irgendwas spielen kann. Wird natürlich jetzt ein bisschen problematisch, Scream kann da mit der Tech-9 nicht wirklich Richtung A-Spot facen. Denn auf die Distanz einfach trotzdem dann langsamer, sicher unbrauchbares Teil. Und es geht schnell mit daraus. Ding auch schon bereit. Der Kurzweg ist passiert und Kerrigan hat alles unter Kontrolle. Vielleicht wieder rüberfliegt, die scheint ihn auch nicht zu interessieren, kommt nicht mit dem Wendig raus, hat vielleicht nicht mit einem vierten noch gerechnet. Und G2 hat es tatsächlich geschafft, auf den Spot drauf zu kommen, obwohl Kerrigan dort unten in der Mitte so viel Schaden gemacht hat. Also scheiße, es hat seinen. Ja, 1 und 2 jetzt. Da hatte ich den Satz noch nicht mal zu Ende gecalled, gesprochen. Ich lese das blöde Call im Chat und schon kommt das in meinen Kopf. Gehirn, stop, what are you doing? Schocks. Hat sich die Seite vom Leib gehalten. Dadurch musste sich nicht um die Cutters kümmern, aber die Flash ist wunderbar. Der Molotov hat ihn rausgejagt. Der wusste nicht ganz genau, wie der liegt. Und ja, der hätte ihn vielleicht gar nicht erwischt. Der hätte stehen bleiben können, aber hat sich nicht getraut. Es wäre ein bisschen zu viel verlangt gewesen, wenn er das noch geschafft hätte im 1-on-3. Aber bisher hat Australis die Seite ziemlich im Griff. Aber sie sind immer noch weit weg davon, das hier wieder richtig umzudrehen. Ah, zwei Runden noch, dann könnte man davon reden. Jetzt wäre eine Möglichkeit da. Und ohne gelegte Bombe würde das vielleicht auch schon wieder ein bisschen knapp werden mit dem Geld. Also du musst es irgendwie schaffen, einen Bombplant hinzubekommen. Oh ja, ich habe das Gefühl, dass das Stralis schon anfälliger ist für was Schnelleres, Effektiveres. Also, effektiver ist ein doofes Wort. Aggressiveres. Was wir noch gar nicht so wirklich gesehen haben, war direkt, dass man lang einnimmt, richtig? Ja, das kam bisher noch nicht vor. Das ist etwas, was uns noch komplett fehlt. Bisher scheint G2 den B und Kurz noch nicht so wirklich aufgegeben zu haben. Ich weiß nicht, wenn man die Runde eben mit Waffen gespielt hätte, hätte sie vielleicht sogar ganz gute Erfolgschancen gehabt. Also mit so richtigen Waffen. Außerdem hat Kerrigan halt auch gut Glück gehabt, dass er da zwei Leute ausschalten konnte. Es soll auf jeden Fall kurz durchgehen. Die stehen hier auf Linie. Und die weiß. Der macht jetzt
Smith ein bisschen nach. Schöner Frag von Scream. Kurzer Blick über die Smoke und die Bombe ist down. Das gibt noch ein paar Sekunden extra und man konzentriert sich jetzt auf Lang. Man weiß natürlich, wenn jemand nachkommt, dann müsste der jetzt bald kommen. Und Shox weiß das auch. Deswegen hält der sich noch zurück und er muss jetzt aber schnell hinterher, um seine Jungs hier zu unterstützen. RPK kann nochmal einen schönen Headshot setzen und es hängt alles von Shox ab. Nummer 1 sitzt und die Bombe liegt nicht gut für ihn. Die Bombe liegt nicht gut für ihn, da wird er nicht rankommen. Dupree deckt ihm vernünftig den Rücken. Und Runde Nummer 11 wandert auf das Konto von Astralis. Anschlussrunde. Aber die Bombe gelegt, sodass die Tour weiter kaufen kann. Der Loser-Bonus ist seit einigen Runden komplett. Und jede gelegte Bombe ist automatisch auch eine weitere Buy-Round. Huhuhu. Das ist wieder die T-Schwäche von Ex-Titan. Jetzt wird es wieder brenzlig, ja. Es ist mir eigentlich immer noch ein Rätsel, wie sie da teilweise immer so Probleme haben können, denn rein von den Individualspielern sollte da echt kein Problem da sein. Scream, RPK, Shox, alle einfach. Die halt. Wir haben es ja gerade gesehen auf der CD-Seite, was sie halt teilweise aimen können. Aber jetzt gerade auf der T-Seite scheint ihnen das irgendwie so ein bisschen zu fehlen. Jetzt gibt es nochmal den langen Versuch. Oh, die letzte Flasche ab. Kälte sieht überhaupt nichts. In der Grube ist Dupree überfordert mit der Lage. Und man hat so wenig Gegenwehr gehabt, dass man sich fast überlegen kann, nochmal zurückzugehen. Device auf Kurz. Und er hat es natürlich schon Lager aufgeschlagen. Und ohne Backup von Kurz kann es sein, dass das hier unter Umständen ziemlich bitter schief geht. Device, Nummer 2. Die Nate auf den Spots könnte ein bisschen helfen. Cypix ist hinten, ist auch schon angeschossen. Eigentlich ist es wie Grund, da in der CD-Base zu bleiben. Zweiter Molotov. Also die nächsten Sekunden kann er nicht wirklich was tun. Er hat zumindest einen kleinen Blickwinkel Richtung Spot. Ich weiß nicht, der Kerrigan Richtung lang zu schicken, so wie die Bombe liegt. Er wird auf jeden Fall jetzt versuchen. RPK, absolut safe. Und das könnte die Runde sein, das ist die Runde. Astralis zieht sich zurück, möchte lieber sicher gehen, dass man die nächste Waffenrunde finanzieren kann. Und das wäre mit den zwei gesaveten Waffen hier auf jeden Fall möglich. Und dann könnte man G2 hier richtig, richtig bitter in die Scheiße reiten. Jetzt würde ich mich zusammenreißen. Jetzt ist der Loser-Bonus weg, sie haben drei Waffen durch. Zwei Leute müssen nachkaufen, außerdem müssen ordentlich Granaten gekauft werden. Also, Equipment wäre mit einer Gegenrunde knapp, Schrägstrich, überhaupt nicht groß warten. Das reicht nicht, um sicher zu kaufen. Also jetzt die Chance für Astralis, das Ganze wirklich umzudrehen. Das ist jetzt die Bewährungsprobe. Das ist die absolute Entscheidung, sondern man geht direkt lang raus und das wird vielleicht auch schon entschieden haben. 2 gegen 1 getauscht, hält sich noch in Grenzen die Verluste, aber G2 geht hier auf jeden Fall mit einer kleinen Verletzung raus. Und da hinten steht Device. Der trifft ihn. Headshot durch die Kante im Sprung. Absolut ohne Probleme. Tja, und jetzt? Jetzt geht das Ganze hier kaputt. Smith, seine Position ist bekannt. Schöne Flash und die Weiß ist weg. Warum er guckt, das erklärt mir einer. Macht absolut keinen Sinn. Ja, schön, er hat die AWP, aber es ist unnötig. Seine Mates sind noch nicht da und die Bombe liegt irgendwo auf Kurz. Da hat er überhaupt nicht Richtung lang zu gucken. Und Smith, der hofft natürlich dadurch, dass er vielleicht noch eine Chance bekommt. Damit könnte die beiden vielleicht voneinander trennen. Kerrigan muss unbedingt nach links abbiegen, macht er richtig. Gegenflash. Jetzt gehen sie gemeinsam rum. Oh, Smith nietet ihn fast noch mit um. Aber nichtsdestotrotz, da ist die Anschlussrunde von Astralis. Und das bedeutet nichts Gutes für G2. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, auf lang und haben verloren. Sie haben wenig Geld, sie entscheiden sich trotzdem gegen zu kaufen. Das Geld ist jetzt bei beiden Teams niedrig. Wer die Runde gewinnt, der könnte eventuell sogar dieses komplette Match für sich entscheiden. Gerade was jetzt die Tour angeht. Und das ist halt eben genau dieser Faktor. Sie brauchen halt trotzdem nicht viele Runden. Wenn sie jetzt die holen, 14-12. Dann die Eco auch noch, 15-12. Und es ist verdammt wenig Geld. Auf der anderen Seite natürlich Astralis, die sie jetzt genauso bis zur 14 oder sogar bis zur 15 Runde spielen könnten. G2 hat sich den Baseball ausgesucht. Da soll Smith vorgeschickt werden, der Kontakte dran mit seiner AWP und wenn der Frag setzt, dann sofort. Da
Der Go, der gecallt wird, das hat die Position preisgegeben und da geht's los. Stark! Geht man das safen? Oh, Existence! Da muss man safen gehen! Das muss die Runde für G2 sein. Und so können sie sich dann sogar noch die Runde leisten, eventuell. Da muss man safen gehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Astralis hat kein Geld. Ja, die müssen, weil sie müssen nächste Runde forcen oder so einen Farmers-Gedöns spielen in der letzten. Das heißt, sie brauchen die drei Waffen. Und wenn G2 sichergestellt hat, dass das Wort frei ist. Man möchte so gerne hier angehen. Natürlich. Man könnte hier Astralis wirklich den Todesstoß versetzen. Aber andersrum könnte es auch bitter in die Hose gehen. Wenn man hier noch zwei, drei Waffen verliert, dann fehlt einem vielleicht das Geld. Allerdings hat so wenig Equipment übrig. Also sie entscheiden sich wirklich safe zu spielen. Sie entscheiden sich auf die eigene Economy zu achten. Und das ist Runde Nummer 14. Und wie gesagt, wenn es nicht gerade 12-3 gewesen wäre. Ein, zwei Runden mehr. Ja. Aber 12-3 ist meistens zu dünn, egal wie gut man hier noch zurückkommt. Also wieder wenig Geld bei Astralis. Diesmal kommen sie dann in der Mitte vorbei, ohne angeschossen zu werden. Sicherlich auch wichtig, um da halt nicht wieder sofort diese Option Richtung B aufzumachen. Für G2. Man teilt sich erstmal. Man hat sich 2-1-2 gesplittet und Cypex kriegt den ersten hier. Liegt die Smoke im Boden? Ich hab keine Ahnung. Sieht irgendwie so aus. Was auch immer da passiert ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ist sie irgendwie durch den Boden durchgefallen? Hat er. Gibt's noch diese. Ich hitte den Gegner damit und die fällt durch den Boden durch? Hoffen wir es einfach mal nicht. Wenn doch, ist wahrscheinlich bald auf Reddit. Da ist irgendwas schief gelaufen. Ich glaube, es wurde einfach nur oben auf die Box gesetzt. Von da aus ist er natürlich nur mäßig gefährlich. Hat einen Step gemacht. Oh, da kommt der Entry Frag von Smith. Ziemlich unerwartet und schnell kommt er Richtung B. Und Kerrigan hat jetzt ein Riesenproblem. Er würde so gerne angreifen, aber was soll er groß tun? Ich muss eigentlich warten, bis seine Mates ankommen. Da unten ist Shox. Dieser Backstep hier könnte schon mal die Entscheidung bringen. Shox, der Topfragger bei G2. Was sagt man dazu? Und jetzt muss man es versuchen. Kerrigan geht rein. Niemanden gefunden. Einer im Tor, da klickt er, damit er möglichst wenig Munition verbraucht. Der Farmers Hit saß nicht. Smith hit in der Ecke eingekesselt. Und Shox geht drauf und Astralis kriegt den Retake noch hin. Ich werd nicht mehr. Gott. Ich werd nicht mehr. 14-13. Jetzt geht alles. Oh, das hat aber G2 auch gut aus der Hand gegeben jetzt. Also die Runde wäre auf jeden Fall holbar gewesen. Dass und zwar sowas von. Dass niemand einen Blick Richtung Loch hat. Ja, Window muss gedeckt sein. Wie kann das sein, dass er da rein hüpft? Ohne dass die ihn da sehen. Und so weit durchkommt einfach, ohne dass jemand nach ihm schießt. Ohne. Ich meine, er war sicherlich angesagt, Existence hat noch nicht schnell genug reagiert, aber... Das darf halt aber nicht sein, dass der da so locker durchkommt. Vor allem, wenn Existence sich so drauf verlässt, dass er da von hinten gedeckt ist. Das ist bitter. 14-13. Und G2 hat wenig Geld. Wir müssen hier auf die Tech-9s, auf die P250s, eine AK. Mehr ist nicht drin. Und es könnte jetzt die Chance für Astralis auf der anderen Seite sein. Es ist wieder super knapp, wie auch schon im ersten Match zwischen den beiden. Drei Spieler in die Mitte, einer lang, einer B. Wir erkennen ein Muster. Dieser Standardaufbau. Was wollen sie machen? Sie können damit nicht wirklich durch kurz durchgehen, weil halt die AWP einfach dagegen steht. Außer man schickt wirklich die AK vor und hofft, dass er den AWP-Schützen da umräumen kann. Es ist super schwer dafür G2 jetzt das richtige Mittel zu finden, um die Gegner da irgendwie nochmal zu knacken. Eventuell auch wieder der B-Split, der hier nochmal eine Alternative wäre, wenn sie den nochmal versuchen wollen. Oh, RPK! Richtig, Kelly gerne alleine jetzt und der wird überfahren. Der wird sowas von überfahren und man hat es 3 gegen 3, aber keine Smoke mehr oder keine Granaten mehr, nichts mehr, mit dem sie sich zu verteidigen kann. Aber Shox in der guten Position. Und sollte das jetzt wirklich die Runde sein, sie haben es wieder mit dem Split versucht, er hat erneut funktioniert. Dupree und Cajun, aber man sollte vorsichtig sein. Dupree.
bin ich damit, dass Shox da steht, aber trifft ihn nicht ganz. Oh mein Gott, Shox, bitte. Luffy hat trotzdem einfach nicht überlebt und Cajun ist jetzt dementsprechend rein. Hat nicht mitbekommen, wo der zweite sitzt. Der weiß, dass einer den Cut-Assist und da holt sich Scream den Kill. Also, zweiter Versuch. Damit hätte G2 natürlich schon den Sieg haben können. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein äußerst angeschlagenes Astralis hier in diese vielleicht letzte Runde. Es gibt nur Pistols und Rüstungen. Ein paar Granaten, das Notdürftigste wurde zusammengekauft. Das könnte die erste Niederlage für Astralis hier in diesem Turnier sein. Ein Ründchen braucht G2 noch. So, und sie teilen sich erneut auf, wieder dieser Standardaufbau, diesmal ein bisschen, also die kleine Variation, weil zwei Leute lang abämmen. Sie rechnen da wieder mit dem Push. Jetzt begibt man sich da trotzdem wieder zu dritt rein, Shox oder so, erneut alleine abgestellt. Und was haben sie vor? Wissen sie, wie schlecht es ums Geld von Astralis steht? Das sollte auf jeden Fall bekannt sein bei ihnen. Kurz könnte man die Distanz einigermaßen gut ausnutzen. Scream geht da durch. Und noch zwei Schuss. Ja, wenn man die 12 Schuss nicht nutzen kann. Jetzt kriegt er aber tatsächlich nochmal die Gelegenheit, weil es lange genug gedauert hat. Schnelle Gegenflash. Vielleicht hilft die. RPK hat sich rechtzeitig wegdrehen können. Schön gemacht. Shox unten in der Mitte mit dem Backstep. Das wird entscheidend. Oh, Cypex hat ihm direkt eingedrückt. Es ist ein AP. 99 Freaky Damage. Jetzt geht Shox an den Kragen, aber das hat Zeit gekostet. Zeit, die Astralis eigentlich nicht hat, denn sie haben keine Fuse-Kit. Und dahinter steht Smith, die Verzweiflungspiste, und die hat nicht funktioniert, aber trotzdem kriegt er den Frag. Und man geht hier tatsächlich noch in den Retake. RPK ist angehittet, reicht aber nicht. Und die weiß, das ist alles, was zwischen G2 und dem Sieg steht. Da ist es passiert. GG. Well played. Hammer Match. Und am Ende heißt der Sieger G2 Esports.